Ja, ich erkläre mal ganz kurz, wie wir das machen. Archie wird mich heute voicen. Das heißt, er muss erst mal gucken, was ich gebärde, um das Ganze dann für euch zu übersetzen. Das Ganze läuft also manchmal ein bisschen zeitverzögert ab. Man könnte sagen, es ist so wie so ein geiler Film gucken mit einer schlechten Internetverbindung. Ja. Und ja, ich bin stolz drauf, taub zu sein. Ne? Ich habe sogar eine Hitliste an Gründen. Auf Platz Nummer 1 ist Helene Fischer. Ja, und tatsächlich hat es auch Vorteile, taub zu sein. Ich gebe euch da mal ein kleines Beispiel. Ein hörender Freund von mir ist vor kurzem Vater geworden. Ich habe gefragt, und wie läuft's? Und er sagt, boah, ist ganz schön anstrengend. Das Baby schreit die ganze Nacht durch. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Armer Typ, ja, Leute. Aber ganz ehrlich, taube Eltern schlafen super. Ja. Ein paar Leute verstehen tatsächlich das Konzept nicht, was wir beide hier machen. Ne? Einmal saß ein Typ in der ersten Reihe da vorne, der hat irgendwie ganz komisch geguckt, die ganze Zeit durch und ich konnte es nicht aushalten. Ich musste dann fragen, hier, komm Digi, was ist los? Und er sagt, naja, das, was ihr macht, ist so eine Art Bauchrednernummer. Dachte ich mir, ja, warum nicht, könnte man sagen, warum nicht? Ne? Mit dem einen Unterschied, dass meine Hand nicht in seinem Arsch ist. Überhaupt nicht. Zumindest nicht, wenn wir beide auf der Bühne stehen. Nein. Naja, einmal ist tatsächlich, ja, du fandst es witzig, schön an der Seite. Herrlich, dass du lachst, ja. Großartig. Ja, klar, einmal... Naja, sorry, genau, habe ich ganz vergessen. Einmal ist eine Frau aufgestanden im Publikum, ne? Und die hat dann gesagt, hier, Entschuldigung, könnte der Dolmetscher zur Seite gehen? Ich sehe den Komiker gar nicht. Ne? Und sie dachte, Archie ist der Komiker. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, ich bin der Komiker. Ne? Was Archie natürlich in dem Moment wieder übersetzt hat. Ja? Und dann guckt sie Archie an und sagt, ja klar, ich bin nicht bescheuert, ich weiß, dass Sie der Komiker sind. Der Dolmetscher soll zur Seite gehen. Habe ich gesagt, hier, Archie, übersetzt mal kurz nicht. Und dann hat die Frau gesagt zu Archie, ich glaube, ihr Dolmetscher hat gerade einen Schlaganfall. So. Ja, viele Leute denken, Gebärdensprache ist international, ne? Ist sie tatsächlich nicht. Nein, wobei es gibt eine Gebärde, die ihr vielleicht auch kennt, ne? Die hier, Alexanderplatz. Ne? So, ja, in Berlin gebärden wir so Alexanderplatz. Ich sehe hier... gerade an euren Gesichtern, ihr glaubt mir nicht, aber pass mal auf, falls ihr mal irgendwann in Berlin seid, da seht ihr irgendwo Gehörlose, geht mal hin, ja, und fragt, hallo, wo ist ein Alexanderplatz? Ja, ich bin gespannt aufs Ergebnis. Sagt mir bitte Bescheid, wie es lief. Gut, tatsächlich fragen sich Leute immer, sag mal hier, kannst du im täglichen Leben telefonieren? Geht das überhaupt? Tatsächlich, erkläre mich mal kurz. Ich habe eine App auf meinem Handy, die nennt sich Test, die wird so gebärdet und da sind dolmetschende Personen, die für uns das Ganze über Videochat übersetzen. So kann ich in Anführungszeichen wie ihr im täglichen Leben normal telefonieren. Meistens benutze ich die tatsächlich für Sex-Hotlines, weil das Stöhnen in Gebärdensprache zu sehen ist der Hammer, Leute. Aber sorry, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Genau, ich wollte noch eine kleine kurze Geschichte erzählen, die mir in echt passiert ist euch. Eine wahre Geschichte, und zwar bei der Polizei anrufen lohnt sich nicht, ja? Zumindest nicht für mich. Ich erzähle euch mal kurz warum. Und zwar war ich neulich auf der Straße unterwegs und da
habe ich gesehen, wie ein Mann versucht hat, einer Frau die Handtasche zu klauen. So, und ich dachte, ich helfe ihr. Okay, ich habe die Handtasche festgehalten, der Typ ist hingefallen, ich habe mich über ihn drüber gestellt. So, und normalerweise gucke ich in den Spiegel und ich denke mir, Okan, Schatz, 1 bis 2 Kilo abnehmen, täte dir schon gut. Aber in dem Moment, Leute, ich war froh. Man könnte sagen, das Idealgewicht eines unterernährten Sumo-Ringers zu haben. So. Ich setz mich also auf den Typen drauf, ich guck die Frau an, die hat den Schock, konnte irgendwie gar nichts machen, da stand nur rum, ich dachte mir, okay, kein Problem, ich rufe sie bei der Polizei an. So, habe ich also gemacht, hat auch geklappt, habe ich gesagt, hallo, mein Name ist Okan Sese, ich bin taub, eine Dolmetscherin übersetzt gerade für mich, ich wollte sie informieren, ich habe gerade gesehen, wie ein Mann versucht hat, einer Frau die Handtasche zu klauen. So, da sagt der Polizist, warten Sie mal, Ihnen wurde die Handtasche geklaut. Ich sage, nein, nicht mir, einer Frau wurde die Handtasche geklaut. Und der Polizist sagt, ja, aber warten Sie mal, aber Sie sind doch eine Frau. Ich sage, nein. Ich bin keine Frau, die Dolmetscherin, sie ist eine Frau, aber sie übersetzt nur für mich. Ja? Sagt der Polizist, okay, Sie sind ein Mann. Ich sage, ja, ich bin ein Mann. Und der Polizist sagt, und der Dolmetscherin wurde die Handtasche geklaut? Ich sage, nein, warten Sie mal, aber jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Sagen Sie mal, wie haben Sie eigentlich die Aufnahmeprüfung der Polizei geschafft? Pass auf, Leipzig, da sagt der Polizist zu mir, ja, das ist ein Originalsatz, das lasse ich mir nicht sagen, schon gar nicht von einer Frau. Sag ich mir, okay, kein Problem. Okay, Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Kollegen da, wo die Kommunikation ein bisschen besser klappt? Ja? Und da sagt der Polizist, ja, Manfred, komm mal her, hier ist so ein Transgender-Typ, dem wurde die Handtasche geklaut. So. Manfred kommt ans Telefon und sagt, hier, hör mal zu, Scherzanrufe sind strafbar, ja, und hat aufgelegt. So, ich gucke nach unten, der Typ ist immer noch da, ich dachte, was mache ich mit dem Typen? Ich habe ihn also laufen lassen, war also ein Glückstag, habe die Handtasche behalten, die beiden Polizisten hatten wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, weil die eine Streife vorbeigeschickt haben. So, die Polizisten sehen mich mit der Handtasche, fragen die Frau, ist es ihre Handtasche? Sie sagt, ja, und die beiden Polizisten nehmen mich fest. So, in dem Moment, Leipzig, war ich sprachlos. Alles klar, den Witz habt ihr verstanden, ich erzähl mal weiter, schön. Also ich sitze im Auto der Polizei und da sagt der Polizist zu mir, hier, bald sitzt du hinter schwedischen Gardinen. Ich dachte mir, hä, hinter schwedischen Gardinen, die Redewendung kenne ich überhaupt nicht, ich habe mich schon gefreut, ich dachte, wir fahren zu Ikea einkaufen, ja. Aber nix ist, ja. Auf der Wache angekommen, haben die dann eine Dolmetscherin bestellt und dann konnten wir die ganze Situation zum Glück aufklären und trotzdem habe ich eine Anzeige bekommen und zwar wegen Beamtenbeleidigung und das nur, weil ich gefragt habe, wo ist denn der Alexanderplatz? Ja. Ja. Deshalb, Leute, bei der Polizei anrufen lohnt sich nicht, zumindest nicht für mich. Jetzt wisst ihr warum. Ne? Genau, ich hoffe natürlich, ihr habt viel gelacht. Wenn nicht, dann lag es an seinem Timing. Gut. Alles klar, vielen Dank. Okan Sese. Ja, hervorragend. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Gebärdensprachenexperte, aber ich weiß zum Beispiel, was in der Gebärdensprache mir geht es gut auf Sächsisch heißt. Und zwar so. Ja. Kann man denn eigentlich alles ins Sächsische, anders gesagt, kann man mit Gebärdensprache alles ins Deutsche übersetzen? Ja, klar, kann man alles übersetzen. Ja? Also, was willst du denn? Hast du ein Beispiel? Zum Beispiel, was für Koffer. Koffer. So einfach? So einfach, ja. Okay, was wäre etwas Komplizierteres, sagen wir mal, oder was heißt, ist ja eigentlich auch Alltag, Jugendfischereischein-Ausstellungsbehörde. Alles klar, kann ich dir auch zeigen, kein Problem. Wird wie Alexanderplatz gebärdet. Ah, verstehe.